Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Geocraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in der Redstone World. In der heutigen Folge möchten wir, oder möchte ich zumindest, ob ihr es auch möchtet, könnt ihr für euch ja gerne selber entscheiden, ob ihr dieses Video weiterguckt oder nicht, die Skischanze bauen. Die Sprungschanze, bei der man dann zeigen kann, was man drauf hat, und in der Luft hat man dann die Möglichkeit, ein wenig zu zeigen, wie man sich elegant oder auch in meinem Falle unelegant in der Luft verhält. So, schwierig bei der Sprungschanze ist die Tatsache, dass eine Skipiste direkt daneben ist. Wie wir gerade hier sehen, da ist eine Skipiste und das macht die ganze Sache alles andere als leicht. Aus diesem Grund wird die Sprungschanze ein wenig über das Gelände hier rüber gucken. Vielleicht sollte ich dann, bevor wir die Sprungschanze bauen, tatsächlich erstmal hier gucken, wie wir diesen Teil der Skipiste bauen. Die wird ja dann, das ist natürlich jetzt ein bisschen eklig, das zu bauen, die wird ja hier hochgehen, so ein Tier um die Ecke gehen. Das heißt, ich möchte gerne eine relativ smooth Ecke hier haben. Oder ich sollte vielleicht zum Beispiel diesen Bereich abgrenzen, in dem sich diese Skipiste aufhält. Was ich nämlich ganz gerne hätte, wäre tatsächlich, dass diese Skipiste diesen ganzen Bereich für sich noch bekommt. So. Damit ist das abgegrenzt. Also innerhalb dieses Bereiches soll ja diese Skipiste hier so hochführen. Da werde ich hier einen Krater graben, den hier hochläuft. So, das heißt, wenn jetzt hier die Skipiste hergeht, haben wir nur noch hier Platz für die Sprungschanze. Und die Sprungschanze müsste dann ab hier beginnen. Okay. Das bedeutet, eine Menge Terraform wird uns erwartet. Oder eine Menge Terraforming wird uns erwarten. So, vielleicht machen wir die Skipiste oder die Sprungschanze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke soll die Länge der Schanze sein. Es sollte auf jeden Fall ausreichen. Mündet dann hier unten. Oder machen sie sogar noch kleiner, machen wir 5 Blöcke breit. Und die mündet dann hier unten am Bereich, den wir auch nochmal ausbauen müssen. So, das heißt, hier unten kommt ja der Bereich, bei dem man ankommt. Der muss auch nochmal möglichst großes Schneefeld dort entstehen, damit man da sich halt nicht zu stark mault. Das kommt dann dahin, genau. Und so eine Art Zuschauertribüne und so muss auch noch integriert werden. Die kann dann hier integriert werden an dieser Stelle. Ja, das wird auf jeden Fall alles noch gemacht. Interessant. Jetzt gucke ich mal gerade, ob es... Oder man macht die Sprungschanze halt woanders hin. Das geht ja natürlich auch, aber andererseits denke ich mir so, das ist eigentlich der ideale Ort, das Ganze in diesen Berg da oben zu integrieren. Gut, dann geht es jetzt los, die Sprungschanze tatsächlich zu bauen. Jetzt geht es erstmal darum, die Form zu bauen, also wie das abläuft. Hier unten würde ich sagen, machen wir erstmal drei Blöcke. Dann gehen wir auf zwei Blöcke. Und jetzt gehen wir auf den einen Block. Das heißt, jetzt haben wir quasi die maximale Höhenamplitude. Hier geht es dann so richtig nach oben. Ungefähr auf die Höhe, auf die wir wollen. Man muss ja schon ein bisschen, man muss ja schon ganz gut Tempo kriegen können auf der Skischanze. Das ist jetzt, glaube ich, sollte das jetzt reichen. Hier machen wir nochmal ein bisschen 2 und dann machen wir hier ein bisschen 3. Ja, das können wir ein bisschen eher, die Abstufung können wir vielleicht schon hier beginnen. Also 2, 3, 2, jetzt 3. Ein letztes Mal 3. So, dann haben wir es jetzt. Das ist die finale Höhe, auf der wir dann ankommen werden. Und das ist sie, die Sprungschanze. Wird jetzt ausgebaut. Das ist jetzt ja der Rahmen, in den dann später alles eingelassen wird. Ich werde die Sprungschanze aus Blue Ice werde ich hier drauf packen, damit man halt noch mehr beschleunigen kann. Das ist natürlich nur zum Gag, das tut man natürlich nicht. Also die Ski-Engine sorgt schon dafür, dass du beschleunigst. Und mehr als 100 Tempo-Flops, hier rechts die Einheit sozusagen, die ich gewählt habe, die seht ihr rechts eingeblendet. Mehr als 100 Tempo-Flops gehen nicht. Man könnte eventuell, man kann ja Änderungen vornehmen, wie man lustig ist, ne? Man könnte als Änderung tatsächlich vornehmen, dass man sagt, okay, wir heben diese Tempo-Änderung für die Skirampe auf. Aber das Problem ist, ab einem speziellen Tempo fängt Minecraft in einem dermaßen Unverständnis anzulegen, dass man einfach nicht mehr richtig vernünftig spielen kann. Deshalb lasse ich den Limiter rechts bei 100 Tempo-Flops. Das reicht. So. Das sieht natürlich nicht so cool aus, wie jetzt so eine schwebende Rampe ist. Das werden wir natürlich integrieren. Hier wird dann so ein Gebäude integriert mit großen Stützpfeilern in den Boden. Das muss natürlich auch noch bedacht werden, dass wir uns ja auch über dem Gelände hier befinden. Aber fürs Erste haben wir schon mal jetzt eine Rampe erschaffen. So.
unsere funktionierende Skirampe. Oder ich baue die doch mit Schnee aus, weil der Schnee uns ja den Vorteil bietet. Ja, doch, Schnee hat für uns ja den Vorteil, dass man bei Schnee noch die Snow Layers benutzen kann. Mhm. Machen wir. Denn dann kann ich hier unten das Ganze nochmal ein bisschen abflachen und somit für eine etwas schönere Kurve sorgen. Also jetzt diese Rampe gefüllt mit Schnee. Wir haben jetzt ja einen Eisenkäfig gebaut, in dem sich die Rampe drin befindet. Und jetzt kommt der Schnee auf die Rampe drauf. Wir müssen auch noch Schneemaschinen bauen, die wir auch mit einem relativ einfachen Befehl bauen können. Die sorgen dann dafür, dass quasi Schnee auf die Pisten kommt. Das heißt, wir bauen dann quasi so kleine Turbinen. Und man sieht dann richtig, wie der Schnee rauskommt. Das kann man dann einfach mit der gleichen Animation machen, mit der die Schlittenläufer, indem man einfach weiße Clouds da rauslaufen lässt. Das sieht so ein bisschen aus wie Schnee, diese weißen Clouds. Boah, man muss aber schon mutig sein, so eine Rampe runter zu gleiten, denn das ist tatsächlich schon eine große Höhe, die an dieser Stelle überwunden wird. Also ich muss schon sagen, selbst auch wenn es Minecraft ist, kriege ich doch schon von hier oben ein bisschen Höhenangst, wenn ich hier oben stehe. Natürlich so ganz ohne Geländer ist das natürlich noch schlimmer. Aber der Effekt kommt schon mal ganz gut rüber. Also die Rampe vermittelt mir hier in Minecraft, vor allen Dingen bei dieser Steile. Guckt euch mal an, wie steil die ist. Das ist ein hundertprozentiges Gefälle hier. Bild ist schon echt, da kriegt man Angst. 100% Gefälle. Hui. Einige von euch werden jetzt bestimmt, also liebe Leute, niemals denken, dass das hier 100% Gefälle ist. Ne? Wenn ihr im echten Leben seid, das ist nicht 100% Gefälle. 100% Gefälle bedeutet, dass man 10 Blöcke, oder dass man einen Block zur Seite, einen Block nach oben. Das hier sind 100% Gefälle. 200% Gefälle und so weiter und so fort. 300% Gefälle, etc., etc. Ne? Das ist immer 1 zu mir das Gefälle angegeben. Deshalb, wenn ihr irgendwo mal seht im echten Leben 100% Gefälle, bedeutet das nicht, dass es da steil nach unten geht. Aber das ist trotzdem ziemlich steil, 100% Gefälle. Das wirklich direkte Gerade nach unten wäre unendlich Prozent Gefälle. Also das kannst du gar nicht so angeben. So. Jetzt schützen wir die ganze Rampe nochmal eben kurz an der Seite. Bauen wir nochmal eben eine Kante. Wobei, warte mal, die können wir auch aus Glas, obwohl... ja, das Glas kommt da drüber noch. Ich würde es zur Sicherheit das Glas nochmal da drüber machen, dass wir noch eine zweite Ebene haben. Da kommt dann Glas hin. Die Rampe muss ja auch nach was aussehen. Und dann sollen natürlich auch noch die ganzen Logos hier integriert werden. The Joecraft, das ist ja hier, dieses gesamte Ski-Event ist ja sponsored by The Joecraft. Das ist ja wichtig, dass man, wenn man solche Skimeisterschaften hat, dass man auch irgendwo Werbebanner hat. Das gehört mit dazu. Da werde ich auf jeden Fall auch für sorgen, dass es sowas gibt. Und Flocke werde ich bestimmt dann auch integrieren, wenn Flocke dann mithelfen wird. In den ganzen nächsten Folgen mit Flocke erstmal noch nicht dabei sein. Sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich mit Flocke Livestreams machen oder auch YouTube-Folgen machen. Dann wird sie mithelfen. Und nochmal dem Skigebiet ihren gewissermaßen einen Touch geben. Aber dazu möchte ich erstmal die Grundlagen des Skigebiets hier aufgebaut haben. Erstmal wissen, wo eine Piste entlang geht. Und den Ausbau der Pisten dann, den Ausbau der Gebäude dann, die Details, die zusätzlichen Sachen. All solche Sachen, die halt eine Skipiste zu einem wahren Vergnügen machen. Denn einfach nur ein Berg mit Schnee findet man ja überall. Diese ganzen Sachen, die halt, diese ganzen Details, die dafür sorgen, dass man wirklich gerne sich in einem Skiresort, Resort aufhält. Das muss noch gebaut werden. Ich finde, das sieht scheiße aus. Entschuldigung. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Wasserrutsche. Gefällt mir noch nicht so ganz. Nein, das gefällt mir noch nicht vom Design her. Aber das ist auch erstmal der erste Entwurf. Der Wuff. Erste Entwurf. Das kann ich natürlich nicht exakt jetzt hier bauen. Das ist jetzt nur eine ganz, ganz grobe, ungefähre Überlegung, wie die Rampe aussehen könnte. Schade, dass man diese Blöcke nicht per Steuerung Mausrad bekommen kann. Oh,
toll, liebe Leute. Ihr wollt doch bestimmt alle einmal sehen, was passiert, wenn ich diese Piste runterfahre, nicht wahr? Das werde ich gleich machen. Und jetzt würde ich erstmal hier unten diesen Boden vorbereiten, dass ich nicht komplett mich hinlege, wenn ich hier unten ankomme. So. Das müsste es sein. Das muss jetzt natürlich jetzt auch hier designt werden. Die Skirampe darf ab hier beginnen. Die gucken ja immer ein bisschen über. Jetzt kommt jetzt hier unten dieser Bodenbereich rein, bei dem der Sturz dann aufgefangen wird. So, wobei jetzt muss ich tatsächlich doch einmal diese Skipiste nutzen, um zu wissen, von wo aus ich anfange, den Schnee wieder aufzusetzen. Also, liebe Leute, jetzt wird's spannend. Denn jetzt werde ich hier runterfahren. Oh, ich freue mich drauf. Nein, nein, Mist. Die hat die Skiensen von mir Besitz ergriffen. So. Are we ready? 3, 2, 1, go! Wow! Oh, wie nice. Junge, das ging fast schon zu schnell, muss ich sagen. Ich glaube, die ist tatsächlich ein bisschen zu steil. Kann das sein, dass die zu steil ist? Ja, ich fliege da runter von der Rampe, weil ich schon zu schnell bin. Die Rampe ist so steil, dass ich von der Rampe runterfliege. Interessant. Sehr interessant und gut zu wissen. Also ich fliege bei der Rampe schon hier bereits runter, weil ich hier schon, ich bin schon hier so schnell, dass ich da runterfliege bei der Rampe. Okay, das ist gut zu wissen. Also da ist auf jeden Fall schon mal eine Änderung angebracht. Also hier müssen wir, gut, dass ich es gemerkt habe, da müssen wir die Rampe verbessern. Weil die Rampe tatsächlich an dieser Stelle zu steil ist. Also darf die Rampe einmal abgerissen werden. Die Rampe ist zu steil. Habt ihr es gesehen? Die ist so steil, dass ich von der Rampe einfach runterfliege. Deshalb muss die Rampe hier auf jeden Fall verbessert werden, dass die weiterhin bei diesem Tempo hier bleibt. Man kann vielleicht ganz am Ende einmal kurz das hier machen, damit es auch hier anspannt losgeht. Okay. Ja, dann machen wir die Rampe jetzt so. Und dann probieren wir es nochmal aus. Vom Aussehen her, also der, normalerweise die echten Rampen im echten Leben sind zwar auch so steil, wie wir das gerade gesehen haben, das Problem ist, dass ich schon hier anfange zu fliegen. Ich habe halt die Bodenhaftung nicht so stark, da quasi mein Tempo schneller ist als die Gravität, die mich an diesen Stellen herunterzieht. Gravitation, Entschuldigung, die mich an dieser Stelle herunterzieht. Aus diesem Grund muss ich das tatsächlich nochmal überarbeiten, das Design der Skirampe. Hier oben ist es vielleicht okay, um das Tempo aufzubauen, aber anschließend, das sollte wirklich nur ganz kurz sein. So, und hier ist schon quasi der Start der Rampe. Ja, oder weißt du, wir können es auch direkt so machen, dass es quasi direkt in die maximale Steigung übergeht. Aber man sollte es halt nicht übertreiben. Und bevor ich die jetzt ausbaue, gucke ich nochmal ganz kurz, hier ist mein Schnee. Zack, 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 zack. Auch noch so eine Art Start geben. So, eben 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das sind immer viermal, muss ich drauf drücken. Schade, dass man das nicht ein bisschen leichter machen kann. Also, dass ich hier nicht dieses gesamte, diesen Block nehmen kann und quasi per Einklick hinsetzen muss. Nein, ich muss es leider immer per Hand reinsetzen. Wenn ich mich verbaue, muss ich wieder von vorne anfangen. Wie nervig. Wir haben es gleich geschafft. Die Mühe lohnt sich ja. Ich finde das immer das Beste, wenn man sich halt so richtig viel Mühe macht und dann merkt man, es lohnt sich. Und es ist am Ende richtig nice. Das war jetzt ein Quick Launch, den ich gar nicht so schnell haben wollte. Hallo, lassen Sie mich hier mal wieder zurück nach oben. So, jetzt aber. Yo. Man sieht da richtig die Kurve. Okay, da hat man gerade auch so ein bisschen die Kurve gesehen, wie es hier runtergeht. Also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, jetzt mache ich Folgendes. Ich muss jetzt einmal mir wirklich angucken, wo die Kurve exakt hergeht. Wie mache ich das denn jetzt? Ich muss quasi markieren, wo ich herfahre. Give the Joecraft Command Block. Das machen wir jetzt mal wie folgt. Execute as the Joecraft at s run particle. Wir brauchen einen Particle, der relativ lange ist. Minecraft Doppelpunkt. Squid Inc. ist der. 0, 1, force. Gut. Nee, das ist irgendwie nicht richtig. Dann nehmen wir Barrier. So. Und jetzt kommt unsere kleine Feldstudie. So. Da sehen wir jetzt die Rampe, wie die abläuft. Also an dieser Stelle, oder wo komme ich unten auf? So. Hier komme ich auf. Den sollte ich nicht berühren. Also wenn ich ungefähr hier aufkomme, gebe. Ich habe das mal kurz gescreenshottet. Wenn ich mir Mühe gebe, komme ich hier auf. Okay, das heißt, dann ist das hier sozusagen meine Höhe, in der ich einsetzen möchte. Gut. Alles klar. Hui. Eigentlich ganz cool. So, also das ist meine Höhe, bei der ich aufkommen möchte. Hier soll, also die Rampe muss dann quasi sich so hier abflachen und dann gerade da runterlaufen. Verstehe. Dann geht es quasi hier mehr oder weniger so nach oben. Genau. Und dann hier reicht das dann so. Gut. Damit haben wir quasi diesen Bereich festgelegt. Jetzt muss das Ganze natürlich noch eben ausgebaut werden. Das können wir mal ganz schnell mit dem Klonbefehl uns gleich fertig machen. Dann müssen wir das alles nicht bauen. Dann haben wir den unteren Bereich der Rampe sozusagen schon mal vorbereitet. Unten kommt man auf, das heißt, hier kommt der ganze Layer-Kram herein. Ich würde auch dafür sorgen, ja gut, hier unten würde ich schon Snow hinmachen, ne? Warte mal ganz kurz. Jetzt habe ich Mist gemacht. Das ist ja Schwachsinn. Denn jetzt gehe ich auch um einen Block weiter nach oben, als ich es müsste. Es ist genau andersherum. Es muss ja so sein. Ja, besser. So sollte es doch sein, ne?
Tada! Das ist mein Schneebereich. Jetzt, der muss einmal kopiert werden. Jetzt mal auch wieder beim Clone-Befehl. Von da bis da. Und zwar 1, 2, 3, einmal bis nach hier hin. Moment, stopp, von wo habe ich kopiert? Von da müsste ich kopiert haben. Das heißt, ich muss den hier einfügen. Na, nicht ganz, ich habe den einen höher kopiert. Ist nicht schlimm. Jetzt passt es. Wunderbar. Sieht ganz lustig aus, wie so Stützpfeiler hier unten drunter, die das Ganze hier festhalten. Am Ende ist das egal, wie es von unten aussieht. Hauptsache, die Technik funktioniert. Also hier unten hat niemand was zu suchen am Ende. Deshalb beleuchte ich diesen Kram auch nochmal mit Seelaternen. Hier unten in diesem Bereich wird niemand später reingehen. Aber wir haben schon mal es immer hingekriegt, eine Rampe hier zu bauen. Unsere Rampe wird da integriert. So, und dann haben wir es geschafft. Das ist unsere fertige Skisprungrampe. Jetzt hier unten im Bereich, bei dem man dann die Möglichkeit hat, stehen bleiben zu können. Es sollte auch von der Länge ausreichen, dass man in Ruhe hier zu Snowblock, dass man in Ruhe hier auch zum Stehen kommt, ohne dass man sich weiterhin wehtut. Irgendwie gefällt mir diese Form noch nicht so ganz hier, obwohl. Doch, lass ich. B lass ich, lass ich. Dann schauen wir uns das noch ein letztes Mal an. Und im nächsten Part fahren wir das Ding einfach mal. Und im nächsten Part seht ihr dann, wie schön diese Rampe funktioniert. Also, freudige Aufregung zum nächsten Part, liebe Leute. Macht's gut, bis bald und ciao.